Als Nächste ist die Frau Abgeordnete Doktorin Eva Mückstein am Wort. Danke, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Ja, also die Diskussion um die rauchfreien Lokale, die ist einerseits mühsam und polarisierend, aber ich denke, wir müssen zur Kenntnis nehmen, an der rauchfreien Gastronomie führt kein Weg mehr vorbei. Wir brauchen klare Gesetze und einen vernünftigen Nichtraucherschutz. Darum geht es, und das sind Maßnahmen für einen längst fälligen Gesundheitsvorsorge und Krankheitsprävention, und diese Maßnahmen werden auch das unwürdige Kasperltheater und diverse Kompromisslösungen endlich beenden. Und ich glaube, das ist gut so und das ist wichtig so. Wer wird davon profitieren? Schwangere Frauen, Kinder, sozial Schwache, die Angestellten in der Gastronomie. 250.000 Menschen arbeiten in der Gastronomie, davon 10.000 Lehrlinge. Die Hälfte davon rauchen nicht, und diese Personen im Speziellen haben das Recht auf eine rauchfreie Gastronomie. Jetzt kann man Selbstbestimmung gegen Gesundheitsschutz ausspielen. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Wir müssen beide Aspekte berücksichtigen, und in dem Fall ist es ganz klar, dass der Gesundheitsschutz Priorität haben muss. Ja, und jetzt auch noch zur Frage, warum wir die bisherige Regelung weiter verbessern bzw. ändern wollen. Wir wissen auch, dass dort, wo es Raucherlokale gibt, die Feinstaubbelastung um ein Zigfaches höher ist als in den Lokalen, wo nicht geraucht wird. Und wir wissen halt auch, dass die derzeit geltenden Bestimmungen schlicht und einfach nicht eingehalten werden. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass das, was in der EU längst gang und gäbe ist, dass das auch in Österreich gelingen wird. So viel Flexibilität und Umstellungsmöglichkeiten und Veränderungen traue ich uns zu. Ich glaube, es gibt eigentlich keinen Grund für eine so künstliche Dramatisierung und für das Zeichnen von Horrorszenarien, wie wir es da heute im Laufe des Nachmittags gehört haben. Das Massensterben von Lokalen wird es nicht geben. Das sagen die internationalen internationale Studien sagen, das wird nicht so sein. Im Gegenteil, das Konsumverhalten in der Gastronomie hängt in erster Linie von gesamtwirtschaftlichen Verhältnissen ab, und es hängt von strukturellen Umfeldbedingungen ab, wie zum Beispiel eine gute Aufenthaltsqualität. Und zur Erinnerung, wir haben ein großes Gesundheitsproblem in Österreich in dieser Sache. 14.000 Österreicher sterben jährlich an tabakassoziierten Erkrankungen. Wir haben über 4.000 Menschen, die an Lungenkrebs sterben. Und 1.000 Menschen sterben am Passivrauchen. Und Sie wissen es alle, wir haben es mehrmals hier gesagt, es gibt ein riesengroßes Problem mit jugendlichen Rauchern und Raucherinnen. 25% der 15-Jährigen rauchen bereits, Einstiegsalter ganz, ganz jung, zwischen 11 und 13 Jahren. Das wollen wir ändern. Ja, die Wirtschaftskammer sagt, es sind ungefähr 100 Millionen Euro investiert worden. Das stimmt wahrscheinlich in etwa. Und auf diese Folgen des Gesetzesmurks kann diese Regierung wirklich nicht stolz sein. Das ist kein Ruhmesblatt. Wir hätten auch gefunden, dass die Wirte entsprechend entschädigt werden sollen durch vorzeitige Abschreibungen des Restbuchwertes oder durch eine Steuergutschrift dort, wo Wirte keinen Gewinn machen können. So wie es derzeit geplant ist in der neuen Tabakgesetznovelle, scheint mir das auch nicht unbedingt ein faires Angebot für Wirte, weil die Entschädigung doch relativ gering ist. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass die Rauchfreiheit in der Gastronomie letztlich ein Vorteil sein wird für die Wirte. Es schafft gleiche Bedingungen im Wettbewerb für alle, und es schafft Rechtssicherheit.
Und in diesem Zusammenhang bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das, was wir heute hier so emotional zum Teil teilweise diskutieren, dass das in 10 Jahren eine willkommene Selbstverständlichkeit sein wird, über die wir vielleicht nur noch den Kopf schütteln, dass wir davor so heftig diesbezüglich diskutiert haben. Danke. Ein Massensterben von Gastronomiebetrieben aufgrund des geplanten absoluten Rauchverbots in der Gastronomie würde es nicht geben. Das würden internationale Erfahrungen zeigen, sagt die Gesundheitssprecherin der Grünen, Eva Mückstein.